Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Beim letzten Mal waren wir hier im Hauptgebäude der Sylphco stecken geblieben. Und da machen wir jetzt weiter. Ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Wäre da vielleicht irgendwas beim Detektor? Nichts, schade. Und hier links? Auch nichts. Na gut, dann gehen wir zum Pokémon Center und legen mal ein paar Items ab. Ich glaube, das habe ich die letzten Male jedes Mal vergessen. Ich glaube, wir sind im zweiten Stock gerade. Dann können wir unsere Pokémon auch gleich wieder heilen. So. Erst zum PC, sonst vergesse ich das wieder. Ablegen. So, DTM9. TM36. Und das Elixier lege ich auch ab, das füllt ja sämtliche AP aller Attacken eines Pokémons auf. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch mehrfach schon. Oh, nein, noch nicht. Noch nicht, okay. Das Ether füllt, glaube ich, ein paar oder die Hälfte der AP auf einer Attacke. Top Ether alle Punkte einer Attacke, alle AP. Und Elixier füllt alle AP aller Attacken auf. Und deswegen brauchen wir es nicht, finde ich persönlich. So, zweites Stockwerk waren wir, glaube ich. Ja, da waren wir. So, was ist das? Wenn der findet, Hypertrank. Ach, toll. Dann gehen wir jetzt da rein. Machen wir hier mal Detektor. Nichts. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Oh ja, hoffe ich doch. Rocket hat drei Pokémon und setzt Traumato ein. Habe ich jetzt echt vergessen, meine Pokémon zu heilen? Wow. Wir lassen uns kurz besiegen. Hypnose, wow. Ah, lol, es funktioniert tatsächlich. Dann kriegt Ultrigaria vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte. Einmal Rankenhieb. Oh, der ist relativ gut, der Rankenhieb. Wickel. Aber der auch. Der Wickel. Traumato ist aufgewacht, Schlafbruder. Ich bin zuerst dran. Und dann hätte ich Wickel machen sollen. Okay, Ultrigaria kriegt doch keine Erfahrungspunkte. So,
So, jetzt geht's ihm wieder gut, oder? Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man vergisst, seine Pokémon zu heilen, obwohl man im Pokémon Center ist. So, zweites Stockwerk wieder. Gut, wir hätten natürlich Tränke und Beleber einsetzen können, aber nein. Gut, da links wollte ich hier weitermachen. Dieses Mal besiege ich dich. So, dein Tramato wird drauf gehen. Machula darf kämpfen. Silberblick. Karateschlag. Nein. Ha, Machula ist aufgewacht. Das war nicht mal ein Volltreffer. Wir machen weiter mit Karateschlag. Au, das war ein Volltreffer. Das auch. Nein, Macholo! Ha! Oh Mist, nein, 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 nein. Mist, ein Volltreffer. Ultrigaria. Mach einfach Rankenhieb und beende es. Ach Mist. Nochmal Rankenhieb. Slimer. Pokémon wird nicht gewechselt. Schlafpuder. Wachstum. Und dann Rankenhieb. Nicht effektiv. Machen wir Wickel. Einfach weiter Wickel. Mist daneben. Aber jetzt. Ultrigaria. Geht doch. Ja, fast geschafft. Und besiegt. Ein Macholo. Schlafpuder. Wachstum. Und dann probieren wir einen Rankenhieb. Wow. Noch ein Rankenhieb. Wah! 840 Pokédollar erhalten. Hätte ich doch auch schon in deinem Alter als Trainer begonnen. Öffnen wir die Tür hier. Detektor. Nichts, schade. Dann öffnen wir jetzt diese Tür, dann... Detektor ist... Bin dafür eine Top-Trank. Juhu. Nichts. Okay, jetzt ist nichts mehr da. Du siehst müde aus.
Danke, jetzt sind unsere Pokémon wieder fit. Die merken wir uns. So, wo kommen wir jetzt dahin? Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ah, die Nummer 2. Er hat 3 Pokémon und setzt Golbat ein. Los, Bacholo! Silberblick! Au! Nein, Silberblick! Okay, Macholo wird ausgetauscht. Turtok! Mach bitte das, dieses Golbat fertig. Der Routenschlag. Mist. Geht doch. Mist, ich wollte eigentlich Biss. Okay, das hat sich sowieso selbst verletzt. Biss. Geht doch. Mist. Ha, nicht mehr verwirrt. Machado erreicht Level 27. Ein Traumato. Na dann ist jetzt Ultrigaria wieder dran. So, Schlafpuder. Mist. Komm schon, Schlafpuder. Ja. Wachstum. Ist aufgewacht. Schlafpuder. Rankenhieb. Nicht sehr effektiv. Wir bleiben bei Wickel. Daneben. Naja, solange es noch schläft. Ja, das geht schon ein bisschen besser. Es ist aufgewacht. Und kann hoffentlich nichts dagegen tun. Ja. Komm schon. Ja. Geschafft. Ultrigaria erreicht Level 27. Juhu. Wird Typ nur in den Kampf schicken? Pokémon wechseln? Nein. Tja, Schlafpuder. Hypnos schneller als unser Ultrigaria? Und eine Konfusion würde es noch besiegen. Rankenhieb. Machen wir wieder Wickel. Hypnos aufgewacht. Schlafpuder. Glücklicherweise die richtige Entscheidung. So, ich hoffe, es schläft noch lange weiter. Mist, jetzt ist es aufgewacht. Soll ich es riskieren? Ultrigaria würde besiegt werden. Das habe ich vorher nicht bedacht. Lieber Turtok. Aussetzer. Blubber wird blockiert. Sowas aber auch.
Ha, wird nicht mehr blockiert. Ich hätte einfach Biss machen können. Naja, dann halt jetzt. Oh je, ich wurde besiegt. 840 Pokédoll erhalten. Aber meine Brüder rächen mich. Nein. Machen wir mal Detektor. Nichts. Okay. Ah, okay, dann gehen wir einfach wieder zurück. Wir könnten unser Pokémon gleich nochmal heilen lassen. An der Stelle. So, und dann, Leute, ist die Folge aus. Und ich beende auch hier die Aufnahme. Ich könnte ja noch eine Stunde aufnehmen. Das wird mir langsam zu viel. Deswegen werden wir hier bei der nächsten Aufnahme, weitermachen. Wir sehen uns also morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen in einer neuen Aufnahme der blauen Edition. Ciao! Thank you.